Ja, hallo. Ja, irgendwie werden die Fragezeichen bei Corona nicht kleiner, sondern eher größer. Was ist da los? Ja, die GMX berichtet, also einerseits macht GMX einen Bericht sozusagen darüber, dass sie all die Leute beschimpft als asoziale Schweine, die also sozusagen jetzt sich noch mit anderen Menschen überhaupt noch treffen oder Kontakt haben und so weiter. Auf der anderen Seite berichten sie ungerührt den Zivilschutzchef Italiens sozusagen, der betonte, also ihr Zivilschutzchef betonte, dass bei den Verstorbenen die Todesursache nicht abschließend geklärt sei. Ja, das ist doch jetzt mal der ersten, jetzt kommt mal immerhin eine harte Aussage, die aber leider sozusagen die offizielle Version nicht stützt, sondern eher total angreift, ja? Und zwar schreibt GMX da, dass es eben, dass die Gestorbenen eine oder mehrere Vorerkrankungen hätten und meist über 70 Jahre alt seien. So, jetzt habe ich nur mal gegoogelt kurz, sozusagen, wie viele Tote haben wir denn täglich in Deutschland? Ja, das liegt in der Größenordnung Richtung 2500. Dann müssen wir jetzt eigentlich noch naturwissenschaftlich sauber berücksichtigen, dass wir uns ja in der Grippephase, also in einer Bergphase der Sterberate befinden. Also sagen wir, wahrscheinlich würden mindestens zurzeit in Deutschland jeden Tag zur Zeit der Grippezeit, der jährlichen Grippezeit sozusagen, wahrscheinlich mindestens 3000 Menschen sterben. Jetzt ist Italien ein bisschen kleiner, dann sagen wir doch eben, dass jetzt in Italien ungefähr mindestens täglich 2000 Menschen sterben würden. Und jetzt kommt als Horrornachricht, dass in Italien 800 Menschen gestorben sind. Jetzt ist die große Frage sozusagen, da natürlich der Virus jetzt mittlerweile natürlich eigentlich in Kontakt gekommen sein könnte mit allen Italienern, würde es jetzt nicht überraschen, wenn jetzt natürlich diese 800 Toten sozusagen getestet würden, dass da das Ergebnis kommt, dass die natürlicherweise eben auch alle 800 Kontakt mit dem Virus hatten. Das würde aber nicht überraschen, weil, denn wie gesagt, es ist eher unwahrscheinlich, dass jemand noch gar nicht in Kontakt mit diesem Virus gekommen ist, ja. Das müsste man jetzt nachweisen und ob die Tests in irgendeiner Weise so genau sind, dass sie wirklich feststellen können, dass jemand zum Beispiel definitiv, dass zum Beispiel, wenn man jetzt behaupten würde, ja, der Großteil der Italiener ist ja noch gar nicht mit dem Virus in Kontakt gekommen, dann ist eben auch die Frage, stellt sich wieder nach der Zuverlässigkeit des Tests. Ja, aber immerhin, das bedeutet jetzt also sozusagen, da kommt eine Horrormeldung. Fast 800 Tote in Italien an einem Tag quasi bei GMX. Ja, aber dann ist es aber so, dass wir wahrscheinlich jeden Tag mindestens 2000 Tote normalerweise jeden Tag haben in Italien. Und wenn jetzt gar nicht klar ist, ob die nicht überwiegend an ihren Vorerkrankungen, ihren mehreren Vorerkrankungen meistens gestorben sind und als über 70-Jährige, also sozusagen jetzt all diejenigen, die richtig chronisch krank waren, jetzt sterben. Aber eben, wie gesagt, was ist mit den 1200 anderen, die mindestens dann in Italien am selben Tag gestorben sind? Und wenn man die jetzt alle testen würde, würde da bei allen rauskommen, dass die Kontakt mit dem Coronavirus hatten? Oder ist es eben so, dass von allen 2000 Toten an diesem Tag in Italien eben, wenn, das würde ja bedeuten, dass nur etwa ein Drittel, jetzt müsste man, wenn jetzt behauptet würde, dass etwa zwei Drittel der italienischen Bevölkerung noch keinen Kontakt mit dem Virus haben, dann würde es ja ungefähr passen. Zwei Drittel sterben sozusagen einfach so, ganz normal, wie im Grippewinter sozusagen. 1300 oder so sterben ganz normal
an diesem Tag wie in jedem normalen Grippewinter, ohne Berührung mit Corona, und 800 weitere sterben an vielen anderen Vorerkrankungen, aber auch mit Kontakt mit Corona. Ja, aber das alles würde alles immer noch nicht erklären, warum sich alle davor scheuen, ganz klar zu sagen, die staatliche Statistik Italiens sagt, jeden Tag normalerweise, was weiß ich, 2000 Tote täglich in der Grippezeit. Und jetzt, seit Corona, sind es nicht mehr 2000 täglich, sondern 3000 täglich. Das wäre doch mal eine Meldung. Aber warum kommt die nicht? Warum erfasst der Staat angeblich keine Sterbefälle, wobei das doch jede Staatsstatistik hat, ja? Und in Deutschland wäre es genau das Gleiche. Was, wenn wir jeden Tag in Deutschland, sagen wir mal so, in der Grippezeit normalerweise 3000 Tote haben jeden Tag, wie viel Tote hat dann täglich, wie viel sind es jetzt 4000 oder 5000 Tote täglich in Deutschland wegen Corona? Und dann hört man irgendwas mit unter 100 Toten innerhalb vieler, vieler Tage. Ja? Was machen, wenn wir schon an einem Tag täglich normalerweise ca. 3000 Tote in der Grippezeit haben, was machen dann 100 Tote innerhalb von sechs Wochen, ich weiß es nicht wie lange. Ja, das sind winzige Zahlen. Und dafür die ganze deutsche Wirtschaft zu ruinieren, dann deutet GMX noch etwas an, wahrscheinlich gar nicht gewollt, sondern es schildert, dass der Karrierewettbewerb zwischen Söder und den Konkurrenten um die Kanzlerfrage sozusagen so nach dem Motto, wer ist der stärkere Mann fürs Kanzleramt? Söder hat die meisten Stimmenzuwächse und hat sich so als der stärkere Mann präsentiert, und aber auch die CDU legt zu, also die entsprechenden Männer, vielleicht will ja doch Spahn noch am Kanzlerwettbewerb teilnehmen, aktiv, ja. Das heißt also, dass da zwei mögliche Dinge durcheinander gehen. Ja? Vielleicht ist einfach Christian Söder und vielleicht sind Spahn sozusagen bereit, so nicht so genau hinzugucken, ob es denn wirklich harte Bevölkerungssterblichkeitsraten gestützte, wirkliche, echte Beweise dafür gibt, dass irgendwas in diesem Grippewinter wirklich nennenswert anders ist in Deutschland als in jedem anderen Grippewinter zuvor. Danach fragt man vielleicht nicht, weil man irgendwo spürt, dass man sich jetzt profilieren kann gegenüber den Bürgern, so als starker, durchgreifender Kandidat fürs Kanzleramt sozusagen. Und dann trifft das darauf, dass in der Medizin, ich habe das ja schon immer wieder die Beweisführung geführt, dass also in der Medizin selbstverständlich hier der Schamane, der also, sagen wir mal so, nicht übertreibt sozusagen in der Gefährlichkeit von Bakterien und Viren. Pasteur war ja der Erste, der die Bakterien und Viren total übertrieben hat. Professor Dr. Med-Jörg Spitz schildert ja, dass sein Gegenspieler gesagt hat, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Ja? Und Pasteur soll ja angeblich an seinem Sterbemoment gesagt haben, ja, Sie haben recht, dass die Mikrobe ist in Wirklichkeit nichts, das Milieu ist alles. Also der außenrum geschwächte Körper und das geschwächte Immunstatus eines Menschen ist das Milieu quasi, ja. Und aber jetzt der Arzt, der also nicht sozusagen aus jeder Mücken Elefanten macht, virenmäßig, bakterienmäßig, erregermäßig sozusagen, der verdient nicht allzu viel, weil er den Leuten halt nicht genügend Angst macht, um genügend Impfungen, vorbeugende Medikationen zu verschreiben und so weiter. Während der Arzt, der
der in der Evolution sozusagen sich total irrt und eben Mikroben und Bakterien für die allmächtigen Killer hält, die jederzeit alles dahinraffen können und so weiter. Der sowas glaubt, der wird mit einer Mentalität herangehen. Seine Angst wird sich auf die Patienten übertragen und die werden bereit sein, seinen Impfempfehlungen, Medikamentenverschreibungen, was auch immer zu folgen. Und er verdient einfach viel mehr im Rahmen des teuflischen kapitalistischen Systems, in dem wir nun mal leben, in der sozialen Marktwirtschaft. Ja. Das heißt also, dass sozusagen wir können nicht von der Medizin erwarten, dass sie sozusagen, wo sie immer dazu neigt, sozusagen Krankheiten zu überschätzen und zu theatralisieren und ja, also die Menschen werden, ich erinnere mich noch selbst, wie man, ja, bei jeder Gelegenheit wird den Menschen Todesangst gemacht, um sie dazu zu bringen, eine medizinische Dienstleistung in Anspruch zu nehmen und so weiter. Und das ist das normale Verhalten und wir können von der kapitalistischen, sozialmarktwirtschaftlichen Medizin nichts anderes erwarten, als dass sie selbstverständlich dieses Vorgehen unreflektiert weiterführt. Aber wir müssen doch von der Öffentlichkeit sozusagen von Frau Merkel müssen wir doch eigentlich verlangen, dass sie sagt, nein, also wir müssen doch hinter die Geschäftsinteressen. Sie müsste doch in der DDR mitbekommen haben, dass es immer schon Bedenken gab gegenüber einer kapitalistischen Industrie und ihren manipulativen Einflüssen auf die jeweiligen Kundenschaften und Bevölkerungsschaften und dass man deswegen einfach immer knallhart gucken muss. Wie war die Sterberate in Deutschland heute, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren? Und ist sie dann jetzt statt zum Beispiel 3000 Tote heute, ist sie jetzt durch irgendeine zusätzliche schwere Geschichte, ist jetzt die Todesrate plötzlich von 3000 auf 3500 oder auf 400 Tote heute hochgeschnallt? Und das bei 70 Toten, weiß ich nicht, unter 100 Toten in Deutschland innerhalb der letzten Wochen, wäre das absurd. Also wie gesagt, ich kann nur sagen, als naturwissenschaftlicher Denker, da wird man verwirrt und denkt, da stimmt etwas ganz Grundlegendes nicht. Ja? Wo sind die Daten aus Italien? Sozusagen, wo sind die Daten aus Italien? Wie viele Leute vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren an demjenigen Tag gestorben sind, an dem jetzt 800 gestorben sind? Und wie weit sozusagen gibt es irgendwie, ist es so, dass also in Italien sonst täglich vor drei Jahren, vor zwei Jahren, vor vier Jahren nur täglich nur 2000 gestorben sind und jetzt 2800. Warum kommt diese eindeutige staatliche statistische Information nicht? Das lässt vermuten, es gibt sie gar nicht. Das heißt, es lässt vermuten, dass die ganzen anderen Leute recht haben und sagen, dass in Italien wahrscheinlich so um die 2000 Leute heute oder gestern gestorben sind und an den Tagen vor zwei Jahren, letztes Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren und vier Jahren genauso viele, nämlich auch wieder ungefähr 2000 gestorben sind. Und das würde bedeuten, dass wir jetzt quasi, dass wir jetzt die anderen Milliardärskönige, die nicht direkt Großaktionäre der Pharma- und Medizinindustrie sind, jetzt alle wirtschaftlich schwerst beschädigen durch diesen schwersten Schlag, den wir der deutschen Wirtschaft zufügen sozusagen. Und dass wir eben jetzt gerade das machen, dass wir gerade Europa
auf einen beschleunigten Tritt in den Hintern geben, auf dem Weg Richtung Lebensniveau Afrika, 1 Euro am Tag für jeden. Ne? Denn wenn wir unsere Wirtschaft so jetzt kaputt machen, viele sagen ja auch, dass wir mit dieser undifferenzierten Vorgehensweise beim Klimaschutz schon wieder Europa einen schweren Schlag wirtschaftlich verpasst haben und so weiter. Und dass wir also dabei sind, Europa zu ruinieren. Ja? Also denn es ist ja ein Riesenunterschied, ob die zweiten Scientists for Future 2 sagen, okay, wir können den Kohlestopp 2026 voll finanziert schaffen und den 900 Milliarden Euro 7 Jahre Plan fürs Klima, weswegen sie das ja den Fridays for Future Orga-Teams angeboten haben und den Zentralleitungen. Ja? Aber die sagen eben auch, wir können eigentlich pro Jahr ein Wirtschaftswunder von ca. 500 Milliarden durch einen sanften Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft erzielen, also aus dem Kapitalismus rausgehen und dabei 500 Milliarden Euro pro Jahr dauerhaftes Wirtschaftswunder generieren, weil der Kapitalismus extrem verschwenderisch ist. Und daraus aus 500 Milliarden, die man hat, einen Kohlestopp 26 zu finanzieren und das innerhalb von 7 Jahren, also 7, das wären 3,5 Billionen Euro, das würde gehen. Und gleichzeitig noch Deutschland in ein Wirtschaftswunderland zu verwandeln. Aber das, was gemacht wurde, ist ja sozusagen die deutsche Wirtschaft. Manche sagen ja, die Autoindustrie würde gerade kaputt gemacht werden. Also von daher, scheint sozusagen zu sein, dass wir einfach eine Welt der Irrtümer sind, der antinaturwissenschaftlichen Irrtümer, und dass gerade sozusagen, vielleicht kommt gerade Karriereinteresse der Politiker um die Kanzlerfrage, vielleicht kommt das wirklich gerade zusammen mit dem ganz normalen Geschäftsgebaren unserer kapitalistischen Schulmedizin, und das alles zusammen gibt jetzt wieder einen weiteren schweren Schlag gegen die deutsche Wirtschaft und gegen all die Milliardärskönige, die nicht von der Pharma- und Medizinindustrie profitieren und dem guten Umsatz, der jetzt läuft. Ne? Was wissen wir, ob nicht all die Phänomene, die auch sozusagen überall stattfinden, nicht gerade durch den Run auf die Medizin verursacht wurden, den all diese sozusagen Panikmache ausgelöst hat. Vielleicht sind alles nur Kunstprodukte der Tatsache, dass quasi viele Menschen die Arztpraxen und die mit dem erhöhten gegenseitigen Infektionsrisiko und so weiter, die Arztpraxen und die Kliniken überall gestürmt haben, weil so viel Panik gemacht wurde. Und wäre diese Panik gar nicht gemacht worden, vielleicht wäre das eine ganz ruhige Situation gewesen, die sich überhaupt nicht von den letzten Grippewintern unterschieden hätte in der Summe aller Sterbezahlen sozusagen und der Summe der täglichen Sterbezahlen. Ja, ja, der Dr. Med. Wolfgang Wodak war entsprechend auch internetmäßig bei der ehemaligen Tagesschausprecherin Eva Herrmann zu Gast sozusagen, und da bestätigte er auch wieder meine Sichtweise bezüglich der fehlenden naturwissenschaftlichen Beweise. Er geht sogar so weiter, dass es sein könnte, in China sei die ganze Hysterie von Virologen angezettelt worden, die ganze Sache so angezettelt worden. Das ist ja nicht unmöglich. Wir haben ja jetzt immer mehr, wahrscheinlich auch genauso wie wir in den letzten Jahrzehnten immer mehr Einfluss der westlichen kapitalistischen Schulmedizin in Japan haben wir das bestimmt auch immer mehr in China, und vielleicht sind die Chinesen noch nicht so entsprechend gewohnt, richtig umzugehen, dass das jetzt natürlich diese westliche Medizinstil natürlich eine viel höhere Übertreibungstendenz hat, wegen des Geldmachens, als die frühere chinesische Medizin, ja.
Und ja, vielleicht ist hatte Dr. Bodak da nicht ganz unrecht, dass die Virologen das ganze Theater angezettelt haben, die vielleicht ihre Ausbildung im kapitalistischen Europa gemacht haben oder was auch immer. Ne? Und entsprechend von dieser Panik, also Übertreibungstendenz, aus jeder Mücke einen Elefant machen und dann gleich mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Oder vielleicht ist das jetzt das Resultat, dass die Chinesen zum ersten Mal nichtsahnend mit diesen Tendenzen konfrontiert worden sind. Ne? Ja, dann stellt er, glaube ich, auch noch so eine Frage, ob die Toten in Italien nicht auch durch Krankenhauskeime verursacht sein könnten. Ja, also die Frage stellt sich ja sowieso. Angeblich sterben ja jedes Jahr mindestens, ich glaube, 40.000 Menschen jedes Jahr in Deutschland allein durch die Krankenhauszusatzkeime und also unseren falschen Umgang auch mit der Krankenhaushygiene, da was natürlich dann gewinnbringend immer wieder abrechenbar ist und man letztendlich durch jeden Krankenhauskeim Zusatzinfizierten natürlich nochmal zusätzliches Geld verdienen kann. Ne? Das, so ist halt der Kapitalismus, geht in jeder Hinsicht über Leichen, ne? Als System. Professor Jörg Spitz, bekannt ja durch seine präventivmedizinischen Tendenzen, und dadurch jedenfalls nicht völlig unrealistisch, sondern schon als ziemlich realistisch teilweise bekannt, wenn man auch bei ihm natürlich immer die Frage stellen muss, ob er den Bedarf nach Vitamin D3 nicht doch etwas übertreibt, weil er da offensichtlich geschäftsmäßig und auftragsmäßig oft sehr verbunden ist mit der Vitamin D3-Industrie. Ja, aber ich nehme ja auch jeden Tag zwei Tropfen Vitamin D3K2 von Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob. Aber was, sagen wir mal so, auf jeden Fall bestätigt er insgesamt die Fragezeichen von Dr. Wolfgang Wodak. Und ja, von daher ist das also auch nochmal eine Bestätigung. Ja, das heißt also, ich resümiere, ich will damit nicht sagen, dass jetzt es absolut naturwissenschaftlich bewiesen sei, dass da irgendwie da etwas, eine Schweinerei des Kapitalismus, eine Schweinerei der sozialen Marktwirtschaft, und zwar eine nicht bewusste Schweinerei, muss man immer dazu sagen. Im Kapitalismus will niemand was Böses, auch wenn sein Handeln am Ende über Leichen geht. Ja? Das heißt, der Lebensmittelhändler, der uns krankmachende Lebensmittel verkauft und immunschwächende Lebensmittel verkauft, der weiß das meistens gar nicht. Der glaubt wirklich, dass seine immunschwächenden Lebensmittel gesundheitsförderlich seien. Ja, so ist halt der Kapitalismus. Derjenige, der sich irrt, macht einfach die größeren Gewinne und der bleibt halt einfach bei seinem Irrtum. Ja? Und Professor Spitz ist ja natürlich als Präventionsspezialist, sagt natürlich auch ganz klar, warum müsste, also da stelle ich jetzt die Frage, warum spricht die Regierung nicht ständig über Lebensstilmedizin, dass die Leute jetzt mal, um ein besseres Immunsystem zu kriegen, den Industriesondermüll unserer Supermärkte meiden sollten, gesundes Obst, gesundes Gemüse und gesunde Vitamine zu sich nehmen sollten, sich leicht und moderat regelmäßig bewegen sollten, um den leichten den immunstärkenden Effekt durch Bewegung mitzunehmen und so weiter. Und all diese Dinge, das fehlt natürlich, weil ja eben eine sozialmarktwirtschaftliche Gesellschaft eben ja letztendlich keine Verdienstmöglichkeiten in gesunden Menschen sieht, sondern alle Verdienstmöglichkeiten im kapitalistischen Krankensystem an möglichst viele Kranke gebunden sind. Und da, bei diesem Prinzip bleibt sich natürlich die soziale Marktwirtschaft treu. Ne? Also deswegen, wir wissen gar nichts, aber die Fragezeichen haben sich drastisch vergrößert, weil die Daten aus Italien, die Hinweise aus Italien jetzt zum ersten Mal sagen, dass man sogar in Italien nicht weiß, an was die Leute wirklich gestorben sind, an den ganz normalen Todesursachen wie immer.
oder ob da tatsächlich überhaupt ein großer Zuschlag durch Corona überhaupt ist. Also offensichtlich liegen gar keine Zahlen vor, die das in irgendeiner Weise belegen würden. Ja? Sonst, warum sollte man sie sonst nicht veröffentlichen? Großes Fragezeichen. Tschüssi.